Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zum Minecraft Speedrun Simulator. Mit dabei ist Awesome Olenski. Moinski! Unsere Aufgabe ist es, unendlich viele Speedrunner zu programmieren. Das findet hier schon statt. Ihr seht das, Leute, die werden hier Stück für Stück programmiert, gehen dann weiter in unsere Mikrochamber, wo sie in kleine Minisoldaten verwandelt werden und dort werden sie für uns Minecraft durchspielen. Spielen Sie Minecraft durch, kriegen wir Geld. Ich glaube, 20 Münzen. Wir haben 180 und wir könnten beispielsweise hier schon die Schwerterweiterung kaufen. Jetzt bekommen die Dia-Schwerter nämlich schon. Man kann sich einen Bogen kaufen, man kann sich auf der Seite auch nochmal ein Schwert kaufen, ist ein bisschen teuer. Und hier kann man sich dann wahrscheinlich Rüstung kaufen. Ne? So, dann werden die halt immer stärker und wenn die stärker sind, kriegt man auch mehr Geld. Ne? Rechts seht ihr Elinas Score, wir müssen natürlich gewinnen. Man kann sich das aber auch angucken, wie die Minecraft durchspielen. Passt mal auf, Leute. Hier sind wir in der, Verkleinerungs-Chamber. Jetzt ist hier gerade nur keiner da, der verkleinert werden kann. Muss ein bisschen warten. Ich glaube, wir sind hier gerade verkleinert, ehrlich gesagt. Ah, hier. Passt auf, jetzt. Und klein. Tada. So, jetzt sind wir hier in unserem Raum. Ein Speedrunner hat das Förderband verlassen. Fang ihn innerhalb der nächsten 20 Sekunden einmal extra Belohnung zu bekommen. Erzähl das jetzt für dich oder für mich? Für dich. Ich kann ihn nicht. Ich bin gerade in dem anderen Raum. Hat er Pech, egal. So, hier spielt man Minecraft durch. Das ist also einmal für die linke Seite, einmal für die rechte Seite. Zuerst, naja, so Essen, ne, Village Farm. Dann holt man sich die Blaze Rods. Dann geht man hier weiter, geht zum Enderdrachen. Hier fightet man den Enderdrachen, springt ins Endportal. Da ist er. Und springt man rein, kriegt man $10. So, wer als erstes durchgespielt hat, hat gewonnen. Elina, ne? Ist ja eine Klappe. Ja, ja, ja. Ist ja klar wie Kloßbrühe, ne? Ich hab 1100. Ich muss investieren, Elina. 1600. Bogen. Okay, jetzt bin ich schon wieder pleite. Rüstung. Aber man kann ja wahrscheinlich noch was kaufen. Ja, guck mal, das ist immer auf jeder Station. Zack, zack, zack. Das heißt, hier gibt's auch noch was. Was kauft man hier, Leute? Ist die entscheidende Frage. Schild vielleicht? Goldäpfel? Vielleicht ein Haustier, ein Wolf oder so? Wo kaufst du denn? Wo siehst du denn bitte hier? Ja, das ist doch klar wie Kloßbrüchen. Wie viel kriege ich denn? Aber kriege ich jetzt... ich habe übrigens das ganze System mal ein bisschen beschleunigt, damit ich ja nicht immer warten muss. Eigentlich illegal. Aber Elina, du schaffst das schon. Wie viel kriege ich jetzt? 60, Alter! 240! Nein, einer meiner Speedrunner hat das verlassen. Oh! Ja, boah, du kriegst wahrscheinlich 10.000 Belohnung. Ich hab ihn. Wie viel Geld hast du gekriegt? Das hat jetzt nicht so viel gegeben. 200. Nicht so viel, sagt die. Die meins jetzt. Komm her. Da ist er, der schnell wieder. Ich hab ihm so eine Klatsche gegeben, so eine Ohrfeige. Boom, Alter, hab ich ihn gegeben. Ich hab 1400 hier, ich bin rich. Rich. Ja, dann kaufen wir das jetzt hier natürlich mal, oder? Zack. Boah, wie viele Geräte hast du schon? Also ich hab jetzt auf beiden Seiten... Nee, auf beiden Seiten Bögen habe ich. Aus Holz. Ja, ich habe auch auf beiden Seiten. Alter, ich gucke mir gerade diese Maschinen an. Das ist schon cool. Ey, schon wieder bei mir. Alarm. Nee, bei mir. Bei mir auch, zeitgleich. Ach so, 200. Wollte ich mir extra angucken, wie der Bogen gefertigt wird. Dann ist der ausgebüxt und ich habe es nicht gesehen. Jetzt, so. Also, der holt sich da so eine Holzplotte. Packt die dann da zum Sägewerk. Dann geht der Säger runter. Das ist cool gemacht. Okay, und hier? Okay, jetzt müssen wir uns Schwert angucken. Müssen uns alles angucken hier, Leute. Wir können aktuell eh nicht so viel machen. Weil das nächste kostet 4,5. Das ist... Okay, da ist so eine Platte. Diaplatte geht da runter. Ah, und dann schneidet der quasi so ein Schwert daraus. Okay, dann fräst er das da raus. Dann fräst er. Hier werden die einfach erschaffen. Das ist nicht so... Okay. Dann mal gucken, wie sie die Rüstung machen. Für 4,5. Der ist ein teurer Spaß, ne? Wie viel hast denn du jetzt, Edina? Sag mal. 3, 4. Oder was meinst du? Nein, Edina, das kann ich auch lesen. Ich habe Augen. Bögen. Ja. Ich habe doch schon gesagt. Du hast auch zwei Bögen. Ja, na sicher. Also führst du mit 1100. Ja, sicher. Mann, ich würde ja auch gern selbst Speedrun, um Zusatzgeld zu machen. Da sind zwei gerade bei mir ausgebüxt. Ja, moin, Alter. So ein Glück. Verdien mal noch mehr Geld. Das ist ja komplett illegal. Oh. Ich habe die 4, kann ich das 500, hier irgendwie beschleunigen 3, oder so, indem ich hier... Ich meine, diese Buttons müssen doch einen Sinn haben. Ich drücke mal diese Buttons. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber es gibt mir den Eindruck, als ob ich das damit beschleunigen könnte. 4, 5. Oh, hey, Rüstung sieht übercool aus, Elina. Potion für 20.000, ey. Das muss ich mir auch anluschern. Ja, wir liegen aber jetzt dick hinten, ey. Nether. Sieht aus wie so ein Superhero Brian, Alter, weiß ich nicht. Wo ist er? Da ist er, okay. Er läuft, er geht durchs Portal. Boom.
Jetzt ist er da durchs Portal gegangen, geht jetzt hier lang, holt sich die zack. Na gut, ich kann ja, nicht. Ich kann einfach durch die Tür laufen. Meine Tür, ja, moin. Hä, hey, wo ist denn der Rüstungstyp, der erste? Ah, der kommt doch ins Ziel. Wie viel kriege ich? 840. Ho! Das ist ein. Ah, da ist er, da ist er, da. Nein, er ist von alleine gestorben. Das ist ein sehr lohnender Rabauke hier, ein Rabauken-Speedrunner, ey. Wie viel kostet das? 8. Boah. Ja, das Ding ist, wir liegen ja hinten. Jetzt Elina einfach alles nachzukaufen, ist halt. Oh, da ist einer. Ist halt ein Dummer, ne? Ist ein Dummer. Elina wird sich jetzt, sobald sie 8 hat, Rüstung kaufen, ist klar. Wir Na, werden, klar. Wir werden deutlich später 8 haben. Also ignorieren wir Armor und gehen auf Potion. Wir müssen Moves bringen, Leute, um das hier zu gewinnen. Aber bringt das wirklich so viel Geld? Ja, es zählt ja für jeden Speedrunner. Wie viel bringt's denn? Wir müssen rechnen. Mathematik. 240. Ah, ja, das bringt viel mehr. Das ist ja komplett gestört. Lass uns mal die nächsten gucken. Jetzt Mathematik, Benson. Komm, Profi. Ja, das ist ja komplett krank. Das bringt 600 pro Atze. Also es macht überhaupt keinen Sinn, das zu sparen. Weil das bringt quasi 600 alle 10 Sekunden oder so. Ja, als ob mir jetzt genau 70 fehlt. Oh Gott. Bam. Weggeklatscht. Nice. So. Okay. Aber hier könnte man einen Move bringen, Leute. Hier könnte... Nee, das bringt ja auch nichts. Das bringt ja locker den gleichen Anstieg. Und dann ist es ja Quatsch. Und soll ich mir dann das teurere kaufen? Jetzt bringen beide 840, ja. Und ich liege gediegene 5000 in. Bei mir kommt aber auch gerade sau wenig Kohle zustande, sag ich dir. Wenig? Du hast doch schon wieder 7000. Du hast dir vor 10 Sekunden die Rüstung gekauft. Hä, aber da kommt gerade kein Geld. Ja, du hast 1000 verdient, während du geredet hast. Ja, mein Gott. Reicht nicht, sagst du. Hä, ich lieg gar nicht so krass hin, Elina. Hast du gepennt? Nee, ich penne nicht. Warum lege ich doch noch 1200? Ey, schon wieder. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das ist doch voll komisch. Bam. 1000 nur noch, Elina. Da fängt jemand an zu schwitzen. Elina, der verdient weniger, seit ich das Dings gekauft habe. Deswegen habe ich aufgeholt auf dich. Ach so, lol. Potion nein. Verdient man weniger. Ah, wie? Hätte ich das mal früher gewusst, ey. Ja, man verdient warum? Weniger. Der Potion-Typ bringt nur noch 200 bei mir. Oh, warte, mir bricht gerade dann aus. Aber warum? Das macht ja voll keinen Sinn. Ja, natürlich macht das keinen Sinn, Elina. Was macht der denn für Potion? Macht der so... Ja, der hat eine Speed-Potion, Alter. Das sieht man auch. Der läuft, denke ich, schneller. Aber dann ist das doch gut. Läuft der schneller? Sind die schneller? Ja, weil er verdient nur noch ein Viertel. Egal, wie rum man es dreht, Elina. Mann, hätte ich mal den noch... Wäre ich doch mal zu dir rüber gelaufen. Da hätte ich das Ding noch gewonnen, Alter. Weil ich das dann viel später gekauft hätte, weißt du? Ja, yeah, ja. Yeah. Junge, das wäre ja so ein Master-Move gewesen, ey. Oh Mann, und ich dachte, das ist voll gut, dass die Tür bei dir gerade steckt. Na gut, ich habe zwar jetzt aufgeholt dadurch. Aber du bist halt genau 1000. Aber 1000, die kann ich ja jetzt nicht aufholen. Hä, hey, aber das Weil hat sobald gar man, Sinn. Sobald du das Potion-Ding gekauft hast, ist ja, denke ich mal, Ende. Dann hast du gewonnen. Oder? Oder danach kommt noch was. Das ist der Gamble jetzt, Alter. Ja, du wirst es so oder so vor mir kaufen. Ich kauf's definitiv. Ja, klar, musste ja. Also, du bist in Zugzwang. Das heißt, wenn wir Glück haben und danach kommt noch was, kaufen wir es nicht. Aber wir verdienen jetzt viel weniger. Das heißt, jetzt 30.000 zu verdienen wird voll lang dauern. Ich hole wirklich auf. Hä? Hä, wie viel geben deine? Wieso hole ich plötzlich auf? Das macht gar keinen Sinn. Was ist denn jetzt los? Habe ich mich zu wenig um die gekümmert? Was ist denn jetzt los? Wie verdienst du bei den... Guck, warst du überhaupt jemals in diesem Raum drin, Elina? Ja, natürlich war ich. Weiß ich nicht. Als bei mir einer ausgebüxt ist, konntest und bei dir auch, konntest du instant durch die Tür springen. Ich kann nichts dafür, dass die Tür mich nicht mehr durchgelassen hat, Elina. Ich habe ja eine funktionierende Tür. Ja, hier. Meine funktioniert halt nicht, dafür kann ich ja nichts. Meine haben einfach mehr Motivation, Elina. Das ist, weil ich die auch mal lobe. Du hast sie nicht ein einziges Mal gelobt, Doch, das wurde im Video rausgeschnitten. Ah, ja. Schneller, meine Soldaten, los, wir gewinnen das hier noch. Ey, wenn ich jetzt Glück habe und das ist bei mir nochmal und bei dir nicht, dann kann ich das... Oh, stimmt. Büchst aus, meine rebellischen Freunde. Startet die Rebellion, ihr könnt alle ausbüchsen, alle Leute. Wir brauchen keine Speedrunner mehr. Das macht jetzt alles eine Maschine. Das macht jetzt alles der Autoklicker, Leute. Alles der Autoklicker. Wie wütend macht euch das? Richtig wütend, oder? Ihr könnt doch ausbrechen und rübergehen und denen das Maschinen kaputt machen. Aber nicht die Potion-Maschine. Die muss ganz bleiben. Die ist auf unserer Seite. Komm schon. Gönn.
Fragst, wie viel bringt einer? Reicht einer? Nee, wahrscheinlich, guck mal, ich habe 400 aufgeholt, also wird einer wahrscheinlich 400 bringen. Also bräuchte ich zwei, um even zu gehen. Aber als ob jetzt bei mir zwei kommen und bei dir keiner, das ist ja... Ja, das ist jetzt unfair. Es liegt wieder 1000 hinten. Warum bei mir nicht? Einer ist ausgebrochen. Ausgebrochen. Aufgeholt. 800. Ja, ja, das geht sich nicht mehr aus. Weil ich krieg nur 200, außer jetzt brechen drei instant aus. Das wäre lustig. Würde ich fühlen. Aber auch drei würden nicht reichen. Bei drei wären nur 600. Aber das Ding ist, wir erreichen das ja eh gleichzeitig, oder nicht? Nee, du reichst doch vor mir. In ja, zwei, drei Sekunden. Ja, aber ich habe dann halt nur ein bisschen mehr. Ich habe dann 30.000 und, aber du hast dann... Achso. Okay. Ja, ich habe aber 29.850. Hast gewonnen, was passiert? Ich habe es mir gekauft jetzt. Und jetzt mal gucken, ob ich jetzt noch weniger verdiene. Dann habe ich wohl gewonnen. Ich habe mehr Geld als du, damit habe ich gewonnen. Ah ja, okay. So ist scheiße, ne? Hier ist Elinas Siegerstübchen. Könnte auch mein Sens genau gleich aus, aber egal. Das war ein spannendes Battle. Elina hat das Ding... Wieso bin ich so dunkel hier? Was ist denn bei dir? Das frage ich mich auch. Elina hat das Ding eiskalt nach Hause gewonnen, gespielt und nach gewonnen. Nach Hause gewonnen. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button, wenn ja. Abonniert den Kanal, kostenloser Mente. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.